bin Jasmin, studiere hier an der HSLU Wirtschaft im zweiten Semester und züchte hier auf dem Dach oben Bienen. Vor 2 Jahren meine Schwester und ich haben mal einen Dokumentarfilm gesehen über einen Imkerin in Zürich, der Bienen gezüchtet hat auf den Dächern. Und wir haben dort uns eigentlich angeschaut und mir gedacht so, wow, das ist es, komm, wir fangen jetzt an. Wir haben uns gerade angemeldet für den eidgenössischen Grundkurs, eigentlich, der 2 Jahre geht. Den Frühling habe ich jetzt mit der Bienenzucht angefangen. Und es macht mega Spass. Also es ist wirklich mega cool. Was ich kontrolliere, ist, ob sie Eier legen. Ob die Königin gut ist, ob sie gut Eier legt, ob sie genug Futter haben. Oder wenn sie zu wenig Futter haben, muss ich sie auffüttern. Das heisst, ich müsste ihnen Zuckerwasser geben. Und dann ist verdeckelte Brut und Larven. Sipper. Bienen sind sehr wichtig für die Natur, für uns, für die Konsumenten, für die Menschen. Ich meine, es ist ein ganzer Kreislauf, eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, wie es halt in der Natur drin ist. Jeder Apfel, den wir hier aus der Schweiz haben, jede Beere, jedes Kriese, ist von einem Bienen bestäubt worden. Etwa 96% der landwirtschaftlichen Produkte in der Schweiz werden von Bienen bestäubt. Generell ist es etwa 1-2 Grad wärmer, was eher positiv ist für Bienen. Zusätzlich hat es nicht wie auf dem Land draussen Monokulturen, sondern jeder Garten, jeder kleine Balkon, jede Terrasse wird von Privatpersonen eigentlich wirklich bewirtschaftet, verschiedene Blumen. Und wie ich aufs Dach bin, eigentlich von der HSLU, ist auch eher ein Zufall gewesen. Und der ganze Prozess ist wirklich super gelaufen, mega unkompliziert alle. Ich bin gerade verbunden worden mit der Hausabwehr hier eigentlich, gerade in der Zentralstrasse. Und die sind wirklich sehr so kooperativ gewesen. Also mein Ziel für dieses Jahr ist es, mich mal lernen. Mich ein bisschen herantasten von meinen 2 Völkern, weil ich das halt wirklich noch nie wirklich praktiziert habe. Für nächstes Jahr werden die 2 Völker, die ich jetzt oben habe, werden eigentlich grosse Völker werden und werden dann schon können den ersten Honig ernten. Wahlweise HSLU-Honig oder irgendwie einen anderen Namen. Aber auch weiterhin ist es eigentlich ganz wirklich darum, zu lernen, zu sehen, die ganze Dynamik, die ganze Faszination der Bienen eigentlich. Das ist super.